Hallo liebe GamesCH-Leser, euch und allen anderen Gamern da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zu Paper Mario The Origami King, dem ersten Abenteuer der knickfreien Papiervariante des berühmtesten Klempners der Welt. Im Spiel entführt euch Fire Emblem-Macher Intelligent Systems erneut in eine faszinierende Papierwelt, die Marios Jump'n'Run-Künste mit Rollenspielelementen kombiniert. In Paper Mario The Origami King wollt ihr mit Mario und dessen Bruder Luigi eigentlich an einer großen Feier am Pilzpalast von Prinzessin Peach teilnehmen, die ihr natürlich stilecht in einem Kart erreicht. Das Fest kann allerdings nicht wie geplant stattfinden, denn der mysteriöse, selbsternannte Origami King hat die Burg und das ganze Königreich unter Beschlag genommen. Prinzessin Peach ist nur noch ein zum Origami umgefalteter Schatten ihrer selbst und Bowser sieht auch nicht mehr ganz so aus, wie wir ihn kennen. Es kommt natürlich noch schlimmer, als die gesamte Burg von rätselhaften Papierschnüren umschlossen und aus seinem Fundament gerissen wird. Aber ganz in It's-a-me-Tradition kann Mario natürlich nicht zulassen, dass so ein fieser Papierbösewicht die gesamte Welt beherrscht. Oder arbeitet der König womöglich sogar gar nicht allein? Das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Euer Ziel besteht jedenfalls wie so oft darin, Prinzessin Peach und das Pilzkönigreich zu retten. Dazu bereist ihr nach und nach verschiedene Teile der Welt, in denen ihr jeweils eines der Papierschnüre entfernen müsst. Die Welt erschließt ihr dabei ziemlich linear, genießt in den weitläufigen Gebieten aber alle Freiheiten und könnt beim Exploring etliche optionale Geheimnisse entdecken. Die in 3D-Grafik gehaltenen Einsatzgebiete erkundet ihr frei und setzt neben Marios Sprungfähigkeit auch dessen Hammer aktiv ein. Mit letzterem zerdeppert ihr bestimmte Objekte, klopft aber auch vom fein zerknüllte Toads wieder in ihre flache, stickerähnliche Form zurück. Die Welt besteht, ein bisschen so wie in Yoshi's Crafted World, vollständig aus Papier, auch wenn man das an manchen Gebäuden und sonstigen Objekten nicht immer sofort erkennt. Dass es aber sehr wohl so ist, das erkennt ihr besonders an Löchern in der Welt, die die Schergen des Origami Kings gefressen haben und dabei das stützende Drahtkonstrukt darunter sichtbar machen. Diese Löcher könnt ihr manuell wieder auffüllen, indem ihr Papierschnipsel in der Welt sammelt und diese dann über der klaffenden Lücke verteilt. Manchmal ist das auch unumgänglich, um weiterzukommen. Oft aber schaltet ihr damit auch Türen zu Bonusräumen frei oder zu einer Sitzbank, auf der Mario seine Kraftpunkte wieder auftanken kann. In der Welt trefft ihr selbstredend nicht nur auf Verbündete wie die Toads oder in anderen Mario-Spielen, dem Klempner ansonsten meist feindlich gesinnte Charaktere, mit denen ihr oft ziemlich witzige, wenn auch manchmal sprachlich etwas zu kindlich formulierte, durchweg unvertonte Dialoge führt. Ihr trefft auch auf Koopas, Goombas, Stachis und etliche andere Wesen, die aufgrund ihrer dreidimensionalen Origami-Gestalt gleich als Gegner wahrgenommen werden können. Ab und zu bekämpft ihr spezielle Riesenexemplare davon auch in Echtzeit direkt in den Levels mit eurem Hammer und weicht zwischendrin ihren Stoßangriffen aus. Zumeist aber wechselt das Spiel in den Kämpfen in eine separate Kampfarena, in der ihr puzzelartige und mehr oder weniger rundenbasierte Schlachten austragt, im Spiel übrigens Scharenschlachten genannt. Dabei befindet sich Mario in der Mitte einer Kampfarena, die aus vier konzentrischen Ringen besteht. Die Gegner werden darauf zufällig verteilt und müssen in der Vorbereitungsphase unter Zeitdruck zunächst möglichst sinnvoll geordnet werden, damit der Schnauzbartträger mit Kopfsprüngen oder Hammerschlägen effektiv Schaden anrichten kann. Ihr könnt in einer begrenzten Anzahl von Zügen einzelne Ringe drehen oder auch die einzelnen Felder auf einer geraden Linie durch das Kreiszentrum verschieben. Ziel ist es, die Gegner entweder auf eine Linie hintereinander oder in einer Vierergruppe nahe des Zentrums zu platzieren. Nur dann könnt ihr durch Kopfsprünge bis zu vier Feinde in einer Linie Schaden zufügen oder mit einem Hammerschlag eine identisch große Anzahl an Gegnern auf einmal treffen. Je nach Feintyp braucht ihr allerdings noch Hilfsmittel. Denn ohne die Metallstiefel, die nur als Verbrauchsobjekt verfügbar sind, solltet ihr nicht auf Stachis springen, da dann nur Mario selbst Schaden nimmt.
Ein Angriff mit einer Standardattacke reicht später im Regelfall nicht mehr, um Gegner mit einem Mal auszuschalten, selbst wenn ihr durch Drücken des Aktionsknopfes im richtigen Moment Zusatzschaden erzielt. Wollt ihr vermeiden, dass Gegner in einer Runde überhaupt eine Möglichkeit zum Gegenangriff haben, sind ein besserer Hammer oder sonstige Verbrauchsobjekte notwendig. Aber auch die Gegnertypen sind bei bestimmten Anordnungen hilfreich. Etwa ein im Panzer verkrochener Koopa, mit dem ihr alle Widersacher auf einer Linie mit nur einer Aktion wegräumt. Die Kämpfe an sich sind nicht übermäßig fordernd, aber auch kein Selbstläufer. Wer beim Puzzeln Probleme kriegt, kann sich aber über die Toads Hilfe holen, die auf den Tribünen Platz nehmen. Deren Anzahl im Publikum erhöht ihr mit jedem befreiten Pilzkopf in der Welt, was eure Chancen erhöht, von ihnen Unterstützung zu erhalten, wenn ihr ein paar eurer gesammelten Münzen springen lasst. Denn dann fügen die Toads den Gegnern von sich aus etwas Schaden zu oder geben euch einen Herzcontainer, der mitten im Kampf verlorene Kraftpunkte wiederherstellt. Die Bosskämpfe laufen ähnlich ab, aber doch ganz anders. So steht Mario dort außerhalb des Kreises, der Boss im Zentrum. Ihr verschiebt hier die Ringe, um bei einem Vorschuss nahe an den Boss zu kommen. Passt ihr die Pfeilsymbole, die die Richtung angeben, in den Ringen richtig aufeinander ab, zündet ihr am Ende nicht nur eine erfolgreiche Attacke, sondern sammelt auch Heilcontainer ein oder einen Boost für die Angriffskraft. Das Prinzip wiederholt sich dabei in beiden grundsätzlichen Kampftypen, also gegen normale Gegner als auch gegen die Bosse, zwar grundlegend stetig, ist aber gerade auch aufgrund der teils mit mehreren Gegnerwellen versehenen Kämpfe immer wieder eine Herausforderung und macht vor allem jedes Mal aufs Neue Spaß. In der Welt selbst erwarten euch aber natürlich auch kleinere Rätsel und vor allem viel Raum zur Erkundung. Wer hier alle Bonusobjekte sammeln will, ist im Zweifel nicht nur 30, sondern eher 40 Stunden beschäftigt. Zu einem Mario Paper zählen aber natürlich auch Jump'n'Run-Elemente, die anfangs noch sehr zaghaft genutzt werden, später aber phasenweise deutlich stärker ausgeprägt sind. Die funktionieren trotz des Sticker-Looks von Mario, der sich dadurch manchmal gefühlt nur bedingt natürlich über den Bildschirm bewegt, eigentlich ganz gut. Aufgrund der festen Kameraperspektive ist die Präzision schon bei leicht diagonalen Sprüngen aber nicht immer optimal gewährleistet. Das ist aber bei diesem optisch und akustisch stimmungsvollen und umfangreichen Abenteuer und zu den fairen Speicheroptionen letztlich absolut vernachlässigbar. Wir hatten jedenfalls großen Spaß an Paper Mario The Origami King. Und selbst wenn er vielleicht nicht ganz die Güteklasse des Erstlings der Reihe auf Nintendo 64 erreichen mag, ist der neue Teil definitiv ein Spiel, das in der Sammlung keines Mario-Fans fehlen darf. Alle weiteren Informationen zum Spiel und natürlich auch unseren Testbericht nebst Wertungen zu Mario Paper The Origami King findet ihr wie immer auf Games.ch.